Unterwegs in Thüringen. Hier bin ich aufgewachsen und hier beginnt meine Reise, auf der ich rausfinden möchte, was bringt uns Europa? Uns in Deutschland und unseren europäischen Nachbarn. Ich bin beim Sportverein Germania Wüstholtrode. Hier habe ich bis zum Abi selbst gespielt. Zum Glück nicht mit André Thüne als Trainer, der seine Spieler richtig fordert. Kurz runter, komm. Jawohl. Wir machen einen Film über die Europawahl. Die EU beschäftigt sich ja auch mit dem Thema Grün, Klima. Wie kommt das hier an? Ja, ich bin auch ein Typ, der für die Natur allem drum und dran ist. Ich gehe gerne nicht durch, gehe wandern mit meinem Hund und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, es wird sehr, viele Leute fühlen sich da so sehr eingeengt. Deswegen kommt es vielleicht auch nicht ganz so gut insgesamt an. Was André erzählt, deckt sich mit jüngsten ARD-Umfragen. Nur etwa 30% der Deutschen sind zufrieden mit der Politik der EU. Allein seit der letzten Wahl hat die EU etwa 450 neue Gesetze gemacht. Vor allem für die Wirtschaft sind diese oft enorm wichtig. Ich fahre nach Hasewinkel in Nordrhein-Westfalen. Hier hat das Familienunternehmen Klaas seinen Hauptsitz. Es stellt Mähdrescher, Traktoren und andere Landmaschinen her. Ich möchte erfahren, wie wichtig ist Europa für so ein Unternehmen. Aber vorher bekomme ich ein kleines Fahrtraining bei Mitarbeiterin Franziska Henke. Oh. Auf dem Mähdrescher. Ja, so. Da sind wir. Ein Traum. Perfekte Rundumsicht, sanftes Anfahren wie ein Elektroauto. Nur das Gelände ist anspruchsvoll. Da fahren wir jetzt nicht runter. Da fahren wir jetzt nicht runter. Früher oder später müssen wir da runterfahren, ja. Rund 6 Milliarden Euro Jahresumsatz hat die Firma zuletzt weltweit gemacht. Klaas Europa produziert in Deutschland, aber auch in Ungarn und Frankreich. Dass hier so viele Mähdrescher gebaut werden, ermöglicht wird das auch durch den EU-Binnenmarkt. Der Einkauf von Teilen in der EU ist für Klaas günstig und schwankende Währungen beim Bezahlen gibt es auch nicht mehr, erklärt mir Markus Sandmann, einer der Produktionsleiter. Ist interessant, weil häufig hört man ja wenig von Vereinfachung, sondern dass die EU alles komplizierter macht. Wir neigen dazu, Dinge, die wirklich positiv sind, zu vergessen. Wenn man es mal in Relation stellt, ne, verdienen wir in Europa mehr Geld, als wenn wir uns den Markt in USA oder in China angucken. Das heißt, die Arbeitsplätze von Ihren Kollegen hier hängen auch daran, dass Europa funktioniert. Genau. Von daher bin ich ein klarer Befürworter für Europa. Es sind auch die Vorteile des Binnenmarkts, die Deutschland geholfen haben, zu dem Wirtschaftsmotor der EU zu werden. Auf dem zweiten Platz liegt Frankreich, das nächste Ziel meiner Reise. Ich bin in Le Mans, auch hier gibt es ein Werk der Firma Klaas. Ich treffe Alexandre Lanson, der das Qualitätsmanagement verantwortet, und Sébastien Paté, den Produktionsleiter. Sie sind Teil eines deutschen Unternehmens. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist momentan nicht rosig. Wie wirkt sich das hier aus? Es gibt ein Sprichwort in Frankreich. Wenn Deutschland hustet, ist Frankreich ebenfalls krank. Und das gilt heute umso mehr. Wenn es also einem großen Unternehmen in Deutschland nicht gut geht, geht es zwangsläufig auch seinem Lieferanten in Italien nicht gut. Und das kann sich auf einen großen Hersteller in Frankreich auswirken und umgekehrt. Wir sind ganz eng miteinander verflochten. Mir wird die doppelte Abhängigkeit klar. Die deutsche Wirtschaft braucht eine funktionierende EU. Und Europa eine funktionierende deutsche Wirtschaft. Am Ende meiner Reise bin ich noch einmal in meiner Heimat Thüringen in Heiligenstadt. Hier treffe ich Silvana Thiesmer von der Thüringer Allgemeinen. Sie ist heute die Chefin der Redaktion, bei der ich vor über 25 Jahren meine ersten Artikel geschrieben habe. Mitten in der Fußgängerzone von Heiligenstadt hat der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke sein Wahlkreisbüro. Seine Partei will den Nationalstaat stärken und die EU zurückdrängen. Du sagst, die Situation ist durchaus gefährlich. Warum? Europa und die Europäische Union haben uns wirklich eine Friedensdekade beschert. Und die Wirtschaftsbeziehungen unter den Ländern, die sind inzwischen so vernetzt, dass eigentlich kein Land mehr allein überleben kann. Und wenn jeder wieder nur für sich vor sich hin wurschtelt, haben wir irgendwann wieder Kleinstaaterei in Europa. Und das halte ich für sehr gefährlich. Mir ist klar geworden, wie wichtig Europa für Deutschland ist und wie sehr unsere Nachbarn Deutschland brauchen. Aber auch, wie ernüchternd fremd die europäische Politik für viele Menschen sein kann. Was bringt uns Europa? Meine Antwort: Für mich ist Europa wertvoll. Es ist der einzige Weg, uns in der Welt zu behaupten. Aber es braucht jetzt Erfolge.